Wir zeichnen das jetzt gleich auf und da kriegst du es gleich mit. Das sind also die letzten Paukenschläge, wo man merkt, je nachdem, wer man zu sein glaubt, wie intensiv man sich mit irgendetwas beschäftigt. Und wo liegt der Fokuspunkt in meiner geistigen Entwicklung? Jetzt ist natürlich immer so eine Sache mit der geistigen Entwicklung, dass ich sage, man muss das nochmal wissen, was man selbst ist, was Geist ist. Da bin ich darauf eingegangen, Geist ist etwas, was man nicht denken kann. Geist ist auch nicht das, was als Ding an sich denkt. Das ist mein Beispiel mit der 200-Gramm-Rohlichen Jede. Dieses Nichts, immer das Beispiel mit der Energie in der Einstein-Formel, dieses E-Quadrat, das weder vernichtet noch vermehrt werden kann. Was kann ich mir darunter vorstellen? Etwas, was ich nicht kaputt machen kann, ist es ein absolutes, nicht denkbares Nichts. Das ist wirklich das Einzige, was ich nicht kaputt machen kann, weil alles kaputt im Kopf kaputt machen kann, dass es zerspringt. Nichts kann ich zerspringen. Das ist natürlich jetzt, da komme ich an eine Grenze, die aber nur in der Vorstellungswelt nicht funktioniert. Es kann aber durchaus gewusst werden. Also man kann das nicht vernichten. Was ich nicht vernichten kann, das Einzige, was ich nicht vernichten kann, ist etwas, was nicht existiert. Vernichten kann ich nur Existierendes. Existere, heraustreten, auftauchen. Und es kann auch nicht vermehrt werden, weil nichts bleibt nichts, aber jetzt kommt dieses Nichts, das ist der Geist, beziehungsweise die Energie oder das rote Licht. Kann man austauschen. Kann ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt werden und dann nimmt dieses Ding unendlich viele Formen an. Das ist die einfache Grundmetapher für Geist. Die wirst du nirgends finden. Darum betone ich auch immer wieder, was Holofeeling unterscheidet von all dem, was du aus Büchern kennst oder vom Hörensagen kennst. Es ist was vollkommen Neues. Egal welchen Philosophen du mir bringst, egal welches Buch, welche Internetseite, es ist immer eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Es ist nachgeäfft. Ich zeige dir, wo das woanders schon behauptet wurde oder von wem anders schon vorher angeblich behauptet wurde. Holofeeling ist vollkommen neu. Es baut natürlich auf vielen bekannten Wissenselementen, nämlich aus allen Wissenselementen. Ich muss mein Stimmchen erwähnen schonen. Oh, jetzt kommt der Redo dazu. Rero, mir geht es gerade durch. Ich mache Aufnahme mit dazu. Ja, dann gehe ich raus, dann gehe ich raus. Also kannst du ruhig nur gerne mit zuhören, dann klingst du dich einfach aus. Und zwar geht's, dass du Bescheid weißt. Ich habe gerade gesagt, hier zum Folger, und da ist jetzt natürlich ein Geist, der uns belauscht, ein Geist, der uns jetzt beobachtet. Das ist der eine Geist. Und es ist natürlich sehr wichtig, wer du jetzt zu sein glaubst. Das bestimmt nämlich, was du jetzt auf dem Monitor siehst. Das bestimmt, was um den Monitor rum ist. Ich habe das tausendfach erklärt. Und ich sage gerade, und jetzt rede ich wieder bröselig zum Folger. Ich wollte auch hier von den letzten Paukenschlägen, die letzten Einträge im Chat von mir, nochmal für das neue Update eine Kleinigkeit machen und dazu schreiben. Und ich sitze jetzt und ich rede jetzt bewusst bröselig für dich seit 6 Uhr und ich gehe durch alle Selbstgespräche durch und ich sage, was machen wir eigentlich? Es ist in tausend Variationen ist das alles erzählt. Und dann lande ich letzten Endes bei diesem Cinema Paradiso, ich muss mein Stimmchen damit schonen, bei dem Cinema Paradiso, Teil 1, Teil 2, mit dem Petra-Brief. Den kann man eventuell noch mit reinstellen, diese zwei Teile, diese letzten zwei Teile, diesen Vortrag, weil das unheimlich für einen neuen Steiger eine kompakte Darstellung ist. Und was wir jetzt machen, das sind die letzten Einträge im Chat, bevor ich raus bin, wobei der Chat ruhig weiterlaufen kann. Kleinen Moment, ich schalte mal um jetzt das Bild. So, das hat jetzt der Folger vorbereitet, der ja hier extrem auch arbeitet. Und das ist dieser Skype-Chat, den ich jetzt verlassen habe. Man kann da ruhig noch drin bleiben. Es sollte bloß kein Schwätzer-Chat werden. Und das ist jetzt praktisch hier maschinenübersetzt. Das hebräische gierige Ärzte sind die Erfinder neuer Krankheiten. Und was jetzt hier wichtig ist, man kann natürlich immer noch auf dem Gematrie-Explorer, der zurzeit eben nicht funktioniert. Wie sich das weiterentwickelt, müssen wir uns überraschen lassen. Wir haben hier die
rauskopierten Einträge. Und dann kommt hier so eine kleine lustige Stelle. Ich will Ihnen gerade sagen, was man hier noch ein bisschen besser machen könnte. Dann kommt hier der Enosch. Das ist jetzt das hebräische Wort Enosch. Kränkeln, menschliche Eigenschaften zuschreiben, schwächeln. Kann man ja selber durchlesen, anhalten. Dann auch Enosch mit einem Waff, gefährlich, heillos, hoffnungslos, tödlich, unhaltbar, verzweifelt. Das ist das hebräische Wort für Mensch. Das ist der Affenmensch, den du Geist dir ausdenkst. Das gilt auch für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Nicht zu verwechseln mit dem Adam. Darum heißt es Rot. Adam heißt ja auch der Rote. Ich bin ein Adam, Ayin, ein nicht existierender Mensch. Das ist ein göttlicher Geist, ein Gotteskind. Und wir brauchen keinen Affenarzt. Da haben wir jetzt dieses Rauch, habe ich jetzt auch weggelassen. Da steht hier Ruch, das ist rot gelesen, das hebräische Wort für Geist. Wir wissen das. Beruch heißt im Geist, ist dieses E-Quadrat, diese Energie ist reines Sein. Der träumende Geist muss nicht zu einem Arzt gehen, dass er gesund wird. Und du bist ein träumender Geist, und zwar hundertprozentig sicher, wenn du jetzt diesen Lautsprecher zuhörst und diesen Monitor anschaust. Du bist der, der seine ständig wechselnden Informationen erlebt. Punkt. Es ist tausendmal erzählt. Was es mir hier darum geht, das ist jetzt original Übersetzungen aus unserem Gematrie Explorer. Ich hoffe, der läuft einmal irgendwann wieder. Ich habe es nicht in der Hand. Dann ist hier nochmal so ein lustiger Eintrag. Wir stellen diese PDF mit rein. Und jetzt habe ich hier, weil der schreibt hier Arzt, geht an einem Durchfall zum Arzt und lässt sich krank schreiben. Das ist immer ein bisschen Humor dabei. Und jetzt habe ich hier das hebräische Wort für Durchfall. Das hat übrigens den Zahlenwert 666. Sollte man kennen aus der Johannes-Offenbarung. Die kann man natürlich auch rot schreiben. Dazu muss man halt Offenbarungen studieren. Und da habe ich jetzt die ersten zwei. Für sich alleine, dieses Shin Lamed heißt Anmaßung, Fehler, Vergehen, Vermessenheit. Unter anderem. Zieh aus, du, das Ausziehen von Schuhen. Erinnere dich an diese schöne Stelle, der brennende Dornbusch. Das ist auch so eine schöne Sache. Zieh deine Quadratlatschen, zieh deine Schuhe aus. Vermessenheit, Vergehen. Und jetzt habe ich hier die zweite Hälfte von diesem Durchfall. Das ist der Saum der Rand. Das ist der Saum der Rand, der dich einhüllt. Das ist das, wo ich immer sage, 200 Gramm rote Gnede, nimm eine Form an. Und diese 200 Gramm rote Gnede symbolisiert diesen nicht denkbaren, träumenden Geist, diese Energie in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Information umgewandelt wird. Das ist ein träumender Geist. Und alles Blaue fällt ihm. Das ist ein logisches Licht blau gelesen. Dieses logische Licht, diese Lichtschatten, wo ich sage, wie wenn du im Kino bist und auf die Leinwand schaust, das sind Illusionen. Dann habe ich hier einen Eintrag um 7:52, eine Erklärung, ganz eigenartig geschrieben. Ich müsste jetzt nur noch wissen, er, das ist Jotia, Itia, Kol heißt es alles. Und das solltest du immer ehren, in Ehre halten. Es ist die Heiligkeit als Ding an sich von Ichubis göttlichen Ohrenbarungen. Und jetzt habe ich hier zwei Paradudes, das sind Jesus-Übertragungen. Ich sage immer wieder, es gibt nur einen Geist und ich benutze Figuren in deinem Traum, die du dir ausdenkst. Gleichgültig, ob die auf der Veröffentlichung in Erscheinung treten oder ob du die jetzt bloß denkst. Es ist da kein Unterschied. Benutze ich, um dir Geist, der du träumst, in deinem Traum als ausgedachte oder sinnlich wahrgenommene Figuren was mitzuteilen. Man sollte sehr aufmerksam sich anhören. Dann habe ich einen Chat-Eintrag um 8.19 Uhr. Und das ist jetzt das einmal, der hat den äußeren Wert 88 und das heißt auf Hebräisch, zum einen lasst schwellen, weilen ihr, lasst etwas schwellen. Das ist reines Hebräisch oder fragt, befragt, begehrt. Und jetzt musst du wissen, sobald du was fragst, sobald du was begehrst, tauchen in dir zwangsläufig logische Wellen auf. Und die wallen in dir, ein Kommen und Gehen von Informationen. Wieso ich jetzt diese Sache mit reingestellt habe in den Namen, das ist äußere Wert 88. Jetzt lasse ich diesen Zauberlehrling laufen. Den starte ich jetzt ein bei 18 Sekunden. Und dann haben wir hier nochmal eine
Bei der Dürrenberg 18 Sekunden, die göttlichen Offenbarung, das hängt nämlich zusammen. Walle, walle, mache Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Und ja, und mein Wort ist das Gleiche. Und jetzt habe ich hier, da hat er einen Fehler gemacht im Setzen. Du siehst es, das muss rot sein. Ja. Gleich merken. Das ist, Gall heißt die Welle, ein Gehirnlicht deines Verstandes erzeugt praktisch deinen Körper. Das ist ein doppelt aufgespannt, Orbit mit 70 gelesen, heißt ein doppelt aufgespannte Vektorspiegelung oder beziehungsweise Erscheinung, je nachdem, ob wir hier 9 oder 400 setzen. Das ist natürlich für einen, der die Vordersprache nicht beherrscht, man muss es nicht wissen. Ich betone das immer und immer wieder, in dem Leben hast du nur zu erkennen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Mehr ist nicht wichtig, kein Wörter aufhören, gar nichts. Und du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemanden Angst zu haben. Solange du vor irgendeiner Erscheinung, die in dir auftaucht, Angst hast, hast du nicht verstanden, was du selbst bist. Das ist jetzt ein elementar wichtiger Satz. Du denkst jetzt, du bist ein träumender Geist. Wie kannst du Angst haben vor irgendeiner Information, die in dir auftaucht? Meinst du, die kann den träumenden Geist was anhaben? Und ich sage immer, UB steht ja für El Hayom. Das heißt eigentlich Gott das Meer. Wobei El auch nichts heißt. Das ist ein Symbol. Das ist unser 200 Gramm rote Gnede. Und ich sage, aus dem Meer entspringen alle Gedankenwellen. Alles, was du siehst, auch die sinnlich wahrgenommenen Informationen, wenn du träumst, kommen aus dir und jeder Gedanke wird mit dem nächsten Gedanken zerstört. Das wiederhole ich tausende von Male. Und du kannst nicht sagen, der Gedanke bin ich, diese Information bin ich und die anderen Informationen bin ich nicht, wenn du an dich denkst oder an andere Menschen denkst. Das ist Geistlosigkeit. Und das ist das Einzige, was in dir so installiert sein muss, dass du das keinen Moment, das heißt keinen einzigen Gedanken, wo in dir auftaucht, keine Informationen in dir in Erscheinung tritt, dass dir das bewusst ist, dass es an dir selbst, an den, der das erlebt, nicht das Geringste verändert. Und dann kommt hier natürlich der Aufbau der Matrix. Das ist jetzt dieser Supertest, Udo, das ist ja ABC-Bord. Und wenn ich immer diese Sache bin, ich tausendfach, ich nehme eine STR-Ecke, strecke die Ecke und jetzt haben wir hier manche STR-Ecke, das zum Zwecke, das habe ich violett geschrieben, das heißt dieses Befehl Zweifeln in der Ecke, die aber gleichzeitig da sind, das ist im JHBH, ist das das plus 5, minus 5. Dann kommt jetzt eigentlich das heutige Selbstgespräch. Alles, was passiert, passiert heute und jeden Gedanken, den du heute denkst, denkst du jetzt. Also was sorgst du dich um morgen? Ich sage, sorge dich nicht um morgen. Es wird morgen nichts passieren. Es ist hundertprozentig sicher, dass morgen nichts passieren wird und gestern nichts passiert ist. Es gibt weder Vergangenheit noch Zukunft im ewigen Hier und Jetzt. Es gibt nur ständig wechselnde Bilder, die aus dir selber kommen und wieder in dich reinfahren. Und das ist jetzt eine Standbauge. Jetzt habe ich hier das Wort Bauge, da kann man sich reinlesen. Das heißt jetzt speziell für den Geisteswung, der zurzeit die Bröselrolle, das ist deine Charakterrolle, die du jetzt spielst, der Typ, der jetzt vom Computer sitzt, der du zu sein glaubst, ist ein Gedanke von dir. Und da ist nur ein Geist. Ich betone immer wieder, es gibt nur einen einzigen Geist. Aber dass du jetzt an den denkst, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst, das macht ein Programm, das in dir läuft. Ich könnte mal sagen, das ist ein Computer, wo man unheimlich viele Filme laufen lassen können, aber was für eine Hauptrolle du spielst in deinem Videospiel, bestimmt der Intellekt, der Schwamminhalt, den du zum Denken benutzt. Darum heißt dieses dieses 575, was etwas vor sich hinträumen, fantasieren in einem Dachtraum. Das ist das hebräische Wort, wenn man hier die Buchstaben, die hebräischen Buchstaben Hesdain hier einsetzen. Und Mom heißt Fehler. MOM sind zwei Kreisen, tausendfach erklärt, will ich auch hier gar nicht drauf eingehen, das versteht man oder versteht man nicht. Und jetzt kommt natürlich die große Schwierigkeit, was dir im Weg steht, ist dein Ego. Dieses, dann bin ich ja blöd, der Denker, ich bin blöd. Ich denke überhaupt nichts. Schau, was du denkst, was du glaubst, was andere von dir denken könnten. Und egal, was die von dir denken, die werden das denken, was du denkst, dass die denken. Weil du nur deine eigenen Informationen erlebst.
Alles, was du erlebst, kommt aus dir und du erschaffst es selber mit deinem extrem fehlerhaften Intellekt. Das ist jetzt dieses Selbstgespräch. Kann man sich anhören, ist er dann mit drin. Dann kommt dieses Gebet vom Holger, kann man sich auch durchlesen. Die Datei steht dann mit drin. Sehr tief, sehr einfach. Und jetzt habe ich hier einen kurzen Clip. Der wird erklärt in dem Selbstgespräch mit Text. Dann habe ich nochmal göttliche Offenbarungen, ein Paradude mit Text dazu. Man kann das anhören und lesen. Dann kommt diese Stelle nochmal. Das ist übrigens doppelt gemoppelt. Folger, wenn du das magst, magst du das? Ja. Ben Becker, jetzt kommt, vorgelesen von Ben Becker, den wir uns jetzt natürlich ausdenken. Und es ist natürlich ganz interessant, was heißt das B-Eck in einem Eck? Das sind die vier Stufen in unserem Tetraederspiegel. Das ist meine grobe Metapher, dass du ungefähr dir vorstellen kannst, wie die Matrix funktioniert. Dazu brauchen wir diesen Tetraederstand. Nochmal, das muss man nicht wissen, aber es ist strenge Arithmetik und Geometrie, die dir erklärt, wie das Matrix-Programm aufbaut, so wie du jetzt meinetwegen an einer Uni ausgedacht in deiner Traumwelt dir vorstellen kannst, wie ein Videospiel funktioniert und das auch lernen kannst. Das ist übrigens fast nur das hebräische Wort für 21. So schreibt man auf Hebräisch 21 und in Kurzform kann man das auch KFA, also 20.1 schreiben. Und dieses 20.1, das ist wie die momentane Schöpfung. Das sind immer zwei, die eigentlich eins sind. Man sieht es übrigens bei dem Aleph gespiegelt, dieses J und das gespiegelte J. Das heißt eigentlich wie ein Aleph, beziehungsweise wie ein Elef. Und da siehst du diese Spiegelung in der 21. Das ist dieses polare Eck. Es gibt keine Zufälle der Schöpfung. Man kann alles bis ins Detail erklären. Und zwar wissenschafts- oder wissenstechnisch grenzüberschreitend. Holofeeling verknüpft sämtliche Sprachen, sämtliche Religionen, sämtliche philosophischen Strömungen, Physik, Arithmetik, Naturwissenschaft, Chemie, in ein allereinziges arithmetisches System aufbauend auf der Sprache, auf den Zeichen. Ich erzähle dir was, weil die Zeichen ja auch Zahlen sind. Ohne irgendetwas auszulassen. Jetzt habe ich dieses 21, kann man immer wieder rot und blau schreiben, übrigens 10, der 10 erhobene 43er Magier. Das ist jetzt im Klassischen, in den Wörterbüchern heißt das einfach als Abkürzung jeder Einzelne. Jetzt mache ich sogar die Abkürzung, schreibe ich wieder Hebräisch, wenn du hinschreibst und ich dann von rechts nach links, ABK 1, 2, 20, dann heißt es dein Vater. Und das ist der Schöpfer, der seine momentane Schöpfung erlebt, von Augenblick zu Augenblick. Jetzt haben wir hier diese Szene nochmal. Was sehr wichtig ist, ist ein ganz kurzer Ausschnitt und ich greife dann da nochmal drauf zurück. Das ist wirklich im Detail, weil ich ja immer wieder sage, auch bei Videos, die Welt spricht zu dir, ohne Wenn und Aber. Und jetzt mache ich zuerst einmal das Wort Harmonie. Das ist ja Wohlklang. Ich schreibe jetzt das absolut rot. Kol, K-L auf Hebräisch heißt 2030 geschrieben, alles, die Gesamtheit. Und ANG, kann man das auch, kann man natürlich vielfältig schreiben. Wenn ich das mit einer 70 schreibe, heißt das Freude, Jubel, Lebensfreude. Alles ist Lebensfreude, was in dir auftaucht. Und das heißt eine innere Geschlossenheit, damit schon das Schloss, da kann ich was abschließen, ich kann aber auch an ein prachtvolles Gebäude denken bei dem Wort Schloss. Eine Einheit. Dieses Haarheit kann man auch rot machen, habe ich blau gemacht, weil das jetzt hier, wenn man das schreibt, heißt praktisch das Buchstabieren. Wenn man hier einen Schritt weiter geht. Und das Ebenmaß, und Ben ist ja das hebräische Wort für Sohn, wir können auch polare Existenz oder im Sein lesen, wenn wir es rot lesen, E-Quadrat ist in diesem absoluten S-Ein. Und wenn ich das Hebräisch schreibe, das rote S, die 60 steht für Bewusstsein und Ein heißt auf Hebräisch 1, 10, 50 heißt nicht existierend. Und das Maß schreibe ich hier mit so einem Beta, beziehungsweise im Deutschen sagen wir früher ein scharfes S, aber ich setze jetzt einmal das Beta, dann heißt es vom Vater. Das Ebenmaß vom Vater ist die Nulllinie im Prinzip in Bezug auf meine Metapher mit den Gedankenwelten. Und wie gesagt, ohne
fahrersprachliche Grundlagen kannst du das überhaupt nicht verstehen. Das wird hier nochmal die Einträge angezeigt im Madrid Explorer. Und jetzt habe ich hier noch Etymologie, Duden, Harmonie, Wohlklang, innere Geschlossenheit. Das ist noch wesentlich mehr dieses Eben, Maß, kann man sich ja durchlesen. Und jetzt habe ich diesen Ausdruck nochmal als Clip, den lasse ich jetzt ganz kurz laufen. Ich hoffe, ich habe den Ton eingeschalten, wenn nicht. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trug. Das reicht eigentlich. Das ist ein kleiner 9-Sekunden-Auszug aus dieser Johannes-Offenbarung 21, jetzt ausgedachterweise vorgelesen von Ben Becker. Aber da denkst du dir jetzt schon wieder eine Vergangenheit, da sind wir so oft drauf eingegangen, das erspare ich mir jetzt. Mir geht es nur um diese eine Stelle, auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und jetzt habe ich hier einen Plattencover von Ludwig Hirsch. Ich nenne ihn ja immer gerne Ludovic. Dieser Ludovic Hirsch, da haben wir das Licht des Udo und WIG heißt doppelt aufgespannt, rot gelesen in der Synthese im göttlichen Geist. Diese Platte beschreibt eigentlich in einer sehr ironischen Form die Schöpfungsgeschichte in der Bibel, aber wenn auf brutal. Und jetzt mache ich als erstes hier einen Eintrag Disharmonie. Disharmonie heißt Missklang. Das ist jetzt blau geschrieben. Unstimmigkeit, Scheinheiligkeit. Eintrag von DWS, Missharmonie, kann man draufdrücken. Und jetzt mache ich hier als erstes ein Lied, das heißt Die Bosheit der Menschen. Und ich empfehle, sich das wirklich ganz bewusst bis zum Schluss anzuhören, wenn man es nicht kennt. Und wenn man es kennt, sollte man es sich trotzdem nochmal anhören. Da hat jetzt hier der Folge auch noch den Text mit dazu gemacht, heilig, heilig, die singen, du hörst eine Kirche und es klingt schon schräg. Da sind schräge Geräusche, disharmonische Geräusche dabei und dann singt hier in der Kirche Kirchengeräusche, ein Kind schreit, heilig, scheinheilig ist er. Dieser Er, dieser Herr, deiner Welt bist du selbst. Ich betone nochmal, den Geist, den ich das jetzt erzähle, du bist ein träumender Geist und als träumender Geist bist du der Schöpfer der Welt, die du dir ausdenkst. Aufbauend auf einem Schwamminhalt, auf einem Intellekt, den du dir nicht im geringsten raussuchen konntest. Und du bist scheinheilig, extrem scheinheilig, zum Schein nur heilig. Du bist zersprungen in tausende von Facetten. Heilig, 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 scheinheilig ist er. Jetzt kann man diesen Schein natürlich auch wieder positiv und negativ lesen. Er, der nie begonnen, er, der immer war, dieses Immerseiende. Und du hast niemals in der Vergangenheit mit deiner Schöpfung begonnen. Jeden Moment, den du denkst, jeden Gedanken, den du denkst, schöpfst du aus deinem persönlich zum Denken benutzten Wissen heraus. Es wird eine Information, schau das kleine Bild an, und der nächste Gedanke, der auftaucht, zerstört den bestehenden Gedanken. Ein ständiger Wechsel im Hier und Jetzt. Jeder Gedanke wird jetzt erschaffen und jetzt zerstört. Ewig ist und weise sein wird immer da, im Meer, die Ahastin geöffnete Berechnungen. Dann kommt der Teufel, das kannst du ja anhören. Als nächstes wunderschön, Papa, geliebter Papa, bitte auch ganz anhören. Auf sich wirken lassen. Das sind zwei Typen, da kommt einer zum Papa, ein Weichei, und der Papa schwärmt immer nur vor dem anderen. Ein typisches Zeichen von Eifersucht. Das ist die Kain und Abel-Geschichte. Anschauen, Bur, was ist denn mit dir? Du bist ja so bleich, du bist krank. Magst dich denn niederlegen? Schau deinen Bruder an, der ist immer gesund. Immer gesund. Jetzt muss man natürlich wissen, dass hier das Verrückte ist, dein Bruder ist der Rode. Das ist der Adam. Es sind zwei Menschen und dieses Wort Adam im Hebräischen schreibt sich ja Hebel, der Abel, Entschuldigung. Dieser Abel, der Rode, dieses Wort heißt Nichtigkeit. Ein Nichts, ein Hauch, es ist nicht direkt das absolute Nichts, sondern es ist ein, ich sage mal, das Nichts, das wir denken.
Sobald wir an nichts denken, haben wir das Geräusch nichts. Das ist ja schon etwas. Udo, finde ja. Eine schöne Metapher beim Mabel finde ich so, wenn du vor einem Spiegel stehst und den anhauchst und dann löst sich es gerade wieder auf. Das ist genau in der Mitte in unserem Spiegel. Genau so ist es. Das ist nur ein Hauch, der auftaucht und wieder weg ist. Das ist wie ein Gedanke, wenn du jetzt an was denkst, du, wenn du an dich selbst denkst, an dich Geist. Da ist es so ein Hauch, da ist sofort wieder weg. Es ist nicht denkbar. Und jetzt haben wir, und der Blaue, da habe ich jetzt Boge, das ist dieser Finger, der so nach außen zeigt, wenn man das auf Skype sieht. Das bist du. Das ist der Brüssel, der jetzt vom Computer sitzt. Und das ist der Kain. Interessant, das wird zwar mit Kopf geschrieben, aber wenn man das ausspricht, Ayin wissen wir, heißt das, hast du wie nicht existierend, weil der Blaue eigentlich, den du dir ausdenkst, der ist zwar da, er existiert, aber er ist deine Information. Und da muss ich wissen, wir haben zwei Stufen, wir haben ein absolutes Nichts, der absolute Mittelpunkt, der Urknall, bevor er geknallt hat, in dem sich in diesem Nichts befindet, sich alles aus, was aus diesem Nichts entspringen kann, unendlich, im Nichts. Das ist die Energie in der Einsteinform. Sie kann weder zerstört werden, weil sie ein absolutes Nichts ist. Sie kann aber unendlich viele Formen annehmen, natürlich nur illusionär. Das ist alles, was du in einem Traum siehst. Was ist das eigentlich? Was sind deine Informationen als Ding an sich? Sie können ja keine Materie sein, obwohl du, wenn du Gewicht, wenn du was anfasst, schau den Computer vor dir an, der ist auf deiner VR-Brille. Fass ihn, heb ihn hoch, die Sache mit dem G wie ich T. Fange ich jetzt nicht nochmal an. Okay, und jetzt als nächstes, jetzt wird es richtig brutal, also dieser Kain, eine Affine, da haben wir schon den Affen drin sitzen, das ist ja unser Kopf, intellektuelle Affenexistenz. Dasselbe Wort im Hebräischen heißt ein Klagelied anstimmen. In dem Wort Lied haben wir das Wort Lei. Das sind Lügen, die geöffnet werden. Dieses Wort Lei auf Englisch gelesen, heißt auch eine Kindslage. Bin ich auch reichlich darauf eingegangen, kann man in jedem Wörterbuch überprüfen, was ich behaupte. Und wenn man das jetzt so schreibt, dass man dann alle reinschieben, heißt es wie ein Trümmerhaufen von Existenzen. Das sind diese Gedankenwellen, wo ich immer sage, die auftauchen, mit denen dich reinfallen. Und jetzt haben wir hier den Abe 82. Das ist natürlich ein ganz brutales Lied. Das sind nur solche Geräusche. Das ist dieser Boshaftigkeitsprozess. Einfach auf dich wirken lassen und bitte absolut bis zum Schluss laufen lassen. Da wird einer erschlagen. Und er erlebt, wie er erschlagen wird. Er wird nur Information. Und dann kommt hier eine ganz entscheidende Stelle. Und die werden dann auf einmal, so ist es, also ich spüre mich schon ganz leicht werden, so ist es, als wenn man erschlagen wird. Irgendwann sind die Schmerzen weg, du bist wie in einem Daumen, wie gefangen. Der Körper ist schon hin, nur die Gedanken funktionieren noch. Und die werden dann auf einmal abreißen, ganz plötzlich, wie wenn man das Licht abdreht. Und dann ist es aus, dann bist du weg, endgültig. Das ist verrückt, ich weiß genau, ich liege da auf der Straße, ich weiß. Und habe ich immer noch dieses blaue Ich, immer noch den Gedanken an den Körper und habe trotzdem das Gefühl, als ob ich einen Meter über Cut und dann hört es auf. Und dann lass es wieder weiterlaufen. Und jetzt kommt ganz entscheidender Sprung. Du musst immer wieder schauen. 12, 13, das sind die Einträge. Da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Das läuft nämlich immer synchron. Die Einträge, die ich hier mache, laufen sogar 12, 6. Nochmal die 12 kannst du als 2, 1, 2 lesen. Das heißt dann ab der Vorder- beziehungsweise auf das Aufblühen, es wird etwas in dir aufgespannt. Da erkläre ich jetzt diese Stelle. Und jetzt kommt 13. Wissen wir ja, heißt rot zum einen die 1, die Liebe und die Heilung. Jetzt passiert die Heilung und ich werde dieses doppelt aufgespannte Er, dieser träumende Geist, öffnet jetzt und ich werde. Und da habe ich jetzt genau bei 92, starte ich jetzt Startpunkt ein, einfach draufdrücken, anhören, das ist dieses Komm, großer schwarzer Vogel. Das ist dieses, ich sag mal, Verwandlungslied schlechthin. Ich klinke mich aus, Udo, gell? Ich rufe dich dann nachher nochmal an. Geh gleich, Redo, bis gleich. Okay.
und man ist so vorschnell und das zeigt letztendlich deine innere Esse, dass du zu Holofeeling hast. Holofeeling zerstört wirklich dein komplettes Weltbild. Wenn du meinst, du musst noch eine Zeit lang drin sein, es ist ein Akt der Reife, bloß Ego will halt nicht gern hören, dass es unreif ist, geistig. Und jetzt kommt hier zum heutigen Selbstgespräch, ein Geistesfunken war, kriegt nie in einen Holofeeling-Chat Ich-Programme. Ich erspare mir das zum Lesen, kannst du selber lesen. Und ab hier, sage ich jetzt, Holger, kannst du es eigentlich wegmachen. Also den Bing, das ist zwar auch sehr spaßig, kannst auch drin lassen. Das Einzige, was hier interessant ist, diese Szene, lass es mit drin. Jetzt haben wir ja eine Erklärung dazu. Ich habe hier einen Lernauszug aus dem Film Kingpin. Der ist ziemlich ekelig, darum ist hier so ein Kotze zeigen. Er ist aber unheimlich tief und ganz, ganz nebenbei dieser Typ, wenn man den Film sich anschaut, ich kann ihn nur empfehlen, erstens ist er sehr lustig, wenn man mit diesem Humor was anfangen kann. Er ist aber auch geistig unheimlich tief. Da taucht nämlich ein kleiner, sehr gläubig, ich glaube, Amish oder Hooded, ich glaube, Amish auf. Und der ist ein Polling-Talent. Und alles, was in dir auftaucht, hat eine extreme Tiefe, selbst wenn es im ersten Moment sehr gruselig wirkt. Und was ich hier darauf hinweise, dieser Typ, die Hauptrolle, der heißt rein zufällig Manson. Manson. Denk wieder an unseren Charles Manson, die vorhergehenden Selbstgespräche. Ja. Rein zufällig, vergiss es. In meiner Schöpfung gibt es keine Zufälle. Was dir zufällt, ist absolut maßgeschneidert. Und damals den Brüssel Kain als Keen. Wir wissen ja, das Kaff kann ja auch Koff sein, ein Q sein, das wird ja gleich ausgesprochen. Du kannst es aber auch mit K schreiben. Das heißt dann wie eine intellektuelle Existenz. Und das ist kein Geist und ein Bin. Wissen einer intellektuellen Existenz ist auch kein Geist. Wir können das natürlich auch hier jetzt blau machen, dann ist es das Gehirn. Das sage ich, OB, dir und jetzt dir. Das ist die große Frage. Und dieses dir hier, dir rot gelesen, das ist jetzt das hebräische Wort zum einen für den Wohnungsinhaber, das ist das rote Tier. Und dieses Tier blau gelesen, die Öffnung einer intellektuellen Berechnung, das hast du geschlossen im Kopf Gottes, wenn wir das lesen. Geschlossen im Kopf, göttlichen Kopf. Ja. Und an der geistigen Oberfläche geöffnet, intellektuell berechnet. Das ist das hebräische Wort für Wohnungsinhaber und für Mieter. Je nachdem, ob wir es rot oder blau lesen. Der Geist des Ersten ist immer ein kleines Korn. Und da wird jetzt jedes Mal der 400-Seiten-Buch. Dann habe ich hier auch auf einer so eine Techno-Musik auf 26 Jahre eingestattet. Ganz, ganz toller Text. Genau anschauen, man versteht es schlecht, weil das relativ hämmerlich ist. Und du wirst wirklich merken, jede Kleinigkeit, die in dir auftaucht, befindet sich innerhalb dieses Holofeeling-Kontextes. Das hast du jetzt doppelt reingemacht, Holger? Ja, nehme ich raus. Siehst du, das wiederholt sich jetzt, das kannst du eigentlich rauslöschen. Und jetzt kommen nochmal zwei ganz wichtige Sachen. Das ist zum Beispiel Burband, zu Ende träumen, starte ich bei 13 ein, auf den Text achten. Da gibt es keine Zusätze. Vergiss bitte, dass irgendjemand, den du dir ausdenkst, was anderes komponiert oder geschrieben haben könnte, wie du glaubst, dass er gemacht hat. Du erschaffst ja in dir durch dein Denken zuerst einmal irgendeinen Akteur. Und jetzt kommt hier natürlich was ganz Großes, dieser andere Heller, den wir uns jetzt ausdenken. Nur ein Gedanke. Immer daran denken, es gibt keine Vergangenheit. Wenn du wissest, wer ich bin, singt er. Dieses Wissest, Wiener Dialekt, wer I, habe ich jetzt ich oder ICH, JCH bin, im Himmel, genau auf den Text achten, jetzt praktisch rein Text. Und jetzt kommt hier das Plattencover. Ich habe das schon mal aufgemacht. Das ist die UB-Wesenheit. Man kann das vielfältig setzen. Ich habe jetzt hier unseren Rei, der Kopf des Schöpfergottes. Das ist die Mitte. Der Zentralspiegel, wie ich das nenne. Rei auf Hebräisch, Kopf des Schöpfergottes. Dann hast du hinterm Spiegel, ist eigentlich im Spiegel,
bist der alte Gereist. Gereist, der Greist. Das ist Geist. Und da habe ich jetzt ins Auge das hebräische Wort eigentlich in Rot geschrieben. Das heißt rot gelesen, die Quelle. Und P heißt Mund, heißt aber auch hier. Und das ist alles hier. Und blau ausgedacht, vorm Spiegel, Form geworden, der junge Heller, ein Affe, eine Existenz, ein Affenmensch. Und dort die drei Affenkämme habe ich hier reingemacht. Am besten den Mund halten. Es spielt sich ja alles in dem ab. Alles spielt sich in dem Geist ab. Niemals in dem Außen. Darum ist das die geschlossener Gott ist E-Quadrat, das ist diese Einheit, verbundene Weisheit, wo sich alles befindet. Und sobald du in dir was denkst, ist das innerhalb ausgedachterweise außerhalb. Jetzt denk an deine Erdkugel. Wo war die ganze Zeit? Die war in dir drin, ein nicht gedachter Gedanke. Aber es ist auf deiner Datei. Denk wieder an die Computermetapher. Und sobald es auftaucht in dir und du dir das ausdenkst, wenn du auf die VR-Brille holst, und das ist jetzt ganz wichtig, wenn ich immer wieder darauf hinweise, alles, was du dir ausdenkst in den Makrokosmos, in den Mikrokosmos und in die Vergangenheit oder irgendwo anders hin, es ist hier und jetzt in deinem Kopf eine Information. Aber was ganz, ganz wichtig ist, wie ich Dick, das hebräische Wort Dick heißt übrigens im Mittelpunkt. Dass du erkennst, dass alles, was du dir in Bezug auf Mikro, Makrokosmos und Vergangenheit ausdenkst, dass das nur geistlos nachgeäfft und vorgestellt ist, rein als Gedanke, es ist, das Wissen ist komplett austauschbar. Egal, was man dir über Atome und Wassermoleküle erzählt hat, das kann keiner entdecken. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du dir was anderes ausdenken. Alles, was mir bei dem Makrokosmos, da gehört auch das heliozentrische Weltbild dazu, erzählt hat, zeig's mir. Und alles, was du jetzt denkst, sind logische Konstrukte, die nur auf deinem Wissen aufbauen. Im Anfang ist das Programm. Das ist hundertprozentig sicher. Aber da bin ich so oft drauf eingegangen. Und wenn du dich jetzt wieder von deiner eigenen Logik nahen lässt, lass dich weiter nahen und leide bis in alle Ewigkeit, bis du anfängst, dich eines Geisterreicheren zu besinnen. Dieses Bild mache ich als nächstes, der Zauberer ist tot. Und da schreibe ich jetzt, das habe ich jetzt nochmal etwas erweitert, in dem Update wird es nochmal etwas genauer drin stehen. Kann man ganz kurz reinschauen, ich zeige dir das. Da muss ich bei dem Redo reinspringen, weil ich das schon vorbereitet habe. Upsala. Was schätzt hier? Schau, das sieht jetzt so aus. Das sind also drei Lieder, die hier kommen. Das erste Lied, das ist das Update, habe ich nur vorbereitet. Wir, das heißt ich und ich, sitzen Hieros. Hieros, das griechische Wort, heißt heilig, göttlich. Hieros zusammen. Und da habe ich mir jetzt die Freiheit genommen, Amen zu schreiben. Wir sind zusammen in dem absoluten Amen und reden im Roten, Hieros, in der Roten Heiligkeit über die blauen Träume, über unsere blauen Träume. Jeder hat seinen eigenen Traum und den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und nochmal, es gibt nur einen Geist, der träumen kann, aber was er träumt, hängt von dem Intellekt ab, den er zum Denken benutzt und dieser Intellekt bestimmt auch an wen du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Ganz nebenbei, der Kopf ist Eden, das ist ja das Paradies, der rote Kopf. Und du kannst jetzt hier sehen, ich könnte auch Red, englisch gelesen, rot, ist E Quadrat N. Das heißt, diese Energie sein, der Adam sein, das ist der rote. Da können wir so viele Facetten machen. Wenn du Geistesfunken wissest, jetzt kommt dieses Lied, wer ich bin, André Heller, und jetzt kommt das absolute Endlied. Der Magier, wir wissen, Mag ist ja 43, der Magier, jetzt mache ich blau, der Zauberer, die Geburt, Schöpfung einer aufgespannten Polarität, diese Erotik im Hebräischen tausendfach erklärt, heißt Beschwörung,
von toten Geistern. Tote Geister, die was beschwören, wo sie nur mit einer Meinheit beschwören können. Wenn du ein Zauberer, was musst du wissen? R heißt ja erweckt, 70-200, dass du immer ein Plus und ein Minus gleichzeitig erweckst, wenn du eine Gedankenwelt in dir aufschmeißt. Du schaust aber bloß immer die positive oder die negative Seite an. Lass uns jetzt einmal an einen Tag denken. An einen Tag. Wir wissen, der Tag ist 24 Stunden. Das ist die Welle, wenn du an einen Tag denkst. Interessanterweise sagst du entweder, jetzt ist es hell oder jetzt ist es dunkel. Das ist Plus erweckt und Minus erweckt. Du schaust immer nur eine Seite an. Jetzt lass an deinen Körper denken. Wo war dein Körper die ganze Zeit? Wir haben nicht an ihn gedacht und der hat nicht existiert. Dieser Körper war heil. Der war heilig. Sobald du an deinen Körper denkst, fühlst du dich jetzt gesund oder krank? Gesund ist nicht heil. Heil ist, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Der Magier, der Zauberer ist er. Das heißt, die eigentliche Magie, das Rote ist zu wissen, dass ich Geist bin. Ein nicht denkbarer Geist, der auch nicht zerstört werden kann, der aber unendlich viele Formen annehmen kann. Das ist ein träumender Geist. Und er ist immer total heilig. Ich habe jetzt dieses Tod. Interessant, eine Welle taucht auf und die fällt wieder runter. Und in die Mitte habe ich jetzt eine Null gestellt mit einem Strich in der Mitte. Und das ist das griechische Zeichen für die Neun. Interessant, ne? Das ist der Spiegel. In der Mitte. Innerhalb, außerhalb. Außerhalb A und innerhalb. Und der ist total heilig. Das ist der göttliche, heilige, göttliche Geist. Und dein Reisspiegel nach, das kommt dann in der Stelle, da kommt noch die Stimme versorgt, heißt Zingdaella dann, das hörst du jetzt, von dem Rei, der Kopf des Schöpfergottes, dieser Spiegel nach. Es sind Spiegelungen von Spiegelungen. Okay? Und dann habe ich da nochmal, aber das siehst du ja dann im Update. Ja. Das ist der Zauberer ist tot. Ein ganz, ganz irrer Text. Hier mein Zeichen und das war's dann eigentlich. Dann gehen wir da zurück. Dann haben wir jetzt da gleich eine Erklärung dazu gemacht. Du kannst es ja noch anpassen. Ich schalte mal wieder weg. Ja. Und jetzt habe ich gleich eine kleine Einführung für das Update gegeben. Es ist natürlich, wer hört sich das an? Ja, du. Wer denn sonst? Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, was du jetzt aus dem Video machst, wie du darauf reagierst. Du kannst das beobachten. Es hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Und wenn du Geist bist, Holofeeling ist ein unendliches Geschenk für deine Verwandlung. Und nochmal in Bezug auf die Person, auf dein persönliches Leben, mische ich mich überhaupt nicht ein. Ich sage zuerst, du spielst deine Rolle ganz normal weiter. Die Verwandlung besteht darin, dass du einfach absolut jeden Moment dir bewusst machst, was jetzt da ist. Darum verweise ich auch nochmal hier auf diesen Cinema Paradiso, diese zwei Teile 5, 6 mit dem Petra-Brief. Wenn du ein Neueinsteiger bist, viele haben das schon tausende Male gehört. Viele? Nein. Es kann immer nur ein und dasselbe hören. Es hängt davon ab, welches Leben du zurzeit durchlebst. Wenn du dir jetzt zum Beispiel diesen Brüssel Folger ausdenkst, der jetzt da hier auf dem Bild mit drauf ist, da siehst du im Hintergrund schon, das ist einer, der seit vielen Jahren von morgens bis abends Holofeeling studiert. Da habt ihr sehr, sehr viel zu verdanken, auch Sonderschriften. Wie sich das bemerkbar macht, schalte ich ganz kurz nochmal ein. Wenn wir auf die Holofeeling-Seite gehen. Und jetzt kommt das, da ist eh schon so viel da. Wer soll denn das alles lesen? Haben wir jetzt bei den Schreibstifte, da sind alle viel schreiben, wenn wir den Volker Hamisch aufmachen. Und da haben wir jetzt erst einmal diese Baukenschläge. Aber was noch viel interessanter sind, das sind seine Überarbeitungen dieser Urschriften von Holofeeling. Das heißt, dann bläht sich dann Holo-Arithmetik, Holo-Grammatik, bläht sich nochmal extrem von meinetwegen 200 auf über 400 Seiten auf, weil er zusätzlich, was ich weglasse, noch mit dazu schreibt. Das sind geistige Granaten in Bezug auf Intellekt. Und immer in Bezug auf Geist, auf sich selbst. Und man merkt auch, der Akt der Reife, wenn ich jetzt in die Holo-Feeling-Werke reingehe, und zwar machen wir hier ganz einfach mal
diese Werkliste ist schöner, das sind ja die Hauptwerke. Wenn man sich einmal hier anfängt zu interessieren, an diese Schriften zu interessieren, ist immer ein Akt der Reife. Ich zitiere mal meinen kleinen Holger, der hatte die schon ein paar Mal gelesen, der fängt jetzt an, das Zeug nochmal, die Kabbala, die Wortchemie, Jahwesh, bitte Liebe zu lesen. Und der ist nur noch sprachlos. Oder wir nehmen unsere Diana. Vorhergehendes oder vorvorhergehendes Selbstgespräch anschauen. Kleinen Moment. In diesem vorhergehenden Selbstgespräch sieht es also folgendermaßen aus, dass hier die Diana, bloß dass man, jetzt denken wir uns natürlich Menschen aus, es war in der Vergangenheit nichts. Ich will dir nur sagen, was unterschiedlich ist, je nachdem, welches Leben du lebst. Und da ist ein Ordner, ich stelle sie mit rein, nur das Jahr 2022. Diese Updates und die holophilen Selbstgespräche absolut analysiert auf was mit über 2500 Seiten. Nochmal mit Zusatzeinträgen, wie das der Folge auch macht bei den ganzen Schriften. Das sind alles Engel, die für mich arbeiten. Und was magst du? Das hängt jetzt davon ab, wer du zu sein glaubst. Du spielst das dann mal seine Brüsselrolle weiter und du schaust dann mal, was für eine erbärmliche Figur du darin abgibst, wenn du dich wertfrei beobachtest. Aram heißt ja nicht nur der Rode, sondern auch still und schweigsam. Du wirst ein Beobachter deiner eigenen Informationen und du beobachtest, was da ist. Ich kann jetzt wieder sagen, das ist kein Finger, der sich hin und her bewegt, das sind immer diese Beispiele, das ist ein Monitor. Wenn du ein Geräusch hörst, ist das dann mal ein Geräusch und du sagst, das ist ein Telefon. Das muss dir bewusst werden, dass du wirklich eine Verwandlung hast und wir sind in einer Endzeit. Die Endzeit ist jeden Moment, weil alles endet jetzt und alles beginnt jetzt, aber jetzt kommt das Verrückte, der Weltuntergang. Der Weltuntergang, ich habe als lieber Gott, als spaßiger Schöpfer, und das ist jetzt mein Bonbon am Ende. Was passiert am Weltuntergang? Am Weltuntergang passiert dasselbe, der kann nur jetzt passieren, passiert dasselbe, wie das, was passiert, wenn du begreifst, dass man durchaus ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen kann. Solange du es nicht weißt, sagst du, das ist unmöglich. Und wie oft sage ich immer wieder, all seine Probleme und die Probleme der Menschheit kann man genauso leicht lösen. Du musst bloß wissen, wie es geht. Und in dem Moment, wo ich dir die Lösung zeige, wie man ein Quadrat mit drei Strichen zeichnet, zaubert es dir ein Lächeln ins Gesicht. So, und jetzt machen wir einen Weltuntergang. Jetzt müssen wir das der Welt erschaffen. Und ich definiere jetzt Welt, wissen wir ja, W-I-L-D auf Hebräisch heißt ein polarer Rand, ein Brandopfer. Ein polarer Rand, den man von Augenblick zu Augenblick opfert. Wenn du jetzt an die Welt denkst, denkst du aber nicht an diesen polaren Rand, an die Welt einer Gedankenwelle, die einen ständigen Wechsel haben, sondern du denkst an eine Erd-E. Interessant, er heißt erweckt. Und die E heißt Business, erwecktes Wissen. Du denkst an eine Erde und wenn du das Wort Erde hörst, denkst du an eine Kugel. KGL, Konsonant geschrieben, heißt wie eine Welle. Das ist dein erwecktes Wissen. Das ist die Erdkugel. Eine Erdkugel, um die sich ein Mond dreht und das ganze Zeug mit einigen anderen Kugeln dreht sich um die Sonne. Das ist dein heliozentrisches Weltbild. Interessantes entsteht in dem Moment, wo du es denkst. Es wird aber auch in dem Moment wieder vernichtet, wo du an was anderes denkst. Dann hast du deinen Weltuntergang. Es wird aber immer wieder was Neues im selben Moment auftauchen. Mom, M, zwei Gestaltwährungen. Eine immer innen, außen. Wie dir positiv, dir negativ. Wir sind wieder bei der Kamera obscura. Was jetzt ganz interessant ist, und jetzt wird es, das musst du zuerst einmal akzeptieren. Wenn da außen sowieso nichts ist, weil ich jetzt anfange, das zweite Gebot zu halten, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder drunten auf dem erweckten Wissen, der Erde. Und ich halte auch das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild vom Schöpfer. Wer erschafft in dir Gedanken? Du selbst. Du musst jetzt nur wissen, das gilt auch für alle sinnlich wahrgenommenen Informationen vor April. Wie sieht jetzt das aus, wenn ich jetzt sage, wenn es gar keine Erdkugel gibt, dann gibt es auch keine Franzosen, keine Engländer, es gibt keine hungernde Kinder, es gibt keine guten Menschen, es gibt keine bösen Menschen, weil das spielt sich ja alles auf diese Erdkugel ab, die wiederum nur existiert, wenn ich an die denke.
Holophilien zeigt dir, dass man wesentlich geistreicher denken kann. Die Schwierigkeit besteht jetzt für mich, wenn ich in dir als Brüssel-Ude in Erscheinung trete. Ich bin nur ein Gedanke wie alles andere auch. Ich bin wesentlich mehr. Nochmal, UP 86 Elayom heißt in unserer Heiligen Schrift Gott aus mir. Ich bin wesentlich mehr du selbst, aus dem alles entspringt, zumindest das, was du erlebst, wie irgendein Gedanke, den du dir ausdenkst. Drum beginnt unser Spiel mit Ich bin du. Und das ist der Weltuntergang, wenn du das wirklich verstanden hast. Und nicht nur, dass dir das jetzt eventuell ansatzweise logisch erscheint. Wenn das der Fall ist, hast du es begriffen. Aber in dem BG-Reifen steckt immer in dem Vorgang des Reifens, steckt immer noch ein Reifen, ein Vorgang einer ständigen Wiederholung, bis du das verstanden hast. Ich sage mal, das muss installiert sein. Und alles, was ich dir über die höhere Ebene erzähle, muss sich anpassen an deinen momentanen Intellekt. Ich sage nochmal ganz einfach, ich bleibe die Computermetapher, wenn du jetzt einen alten Computer hast, wir sagen mal ganz gehen wir zurück, Basic- oder DOS-Computer. Wenn du so einen alten DOS-Computer laufen hast und ich spiele dir Windows-Daten ein, ich kann mit dir nur in DOS oder Basic-Logik kommunizieren. Würde ich Windows reden, würdest du nichts verstehen. Darum sage ich, alles, was ich erkläre, sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Aber das Prinzip kannst du durchaus erahnen. Erleben kannst du es erst, wenn du die wirkliche Reifestufe, wenn du diese Transformation hinter dir hast. Und die wirst du niemals erleben, wenn du nicht bereit bist, dein jetziges Wissen zuerst einmal zu opfern, das H. Damit ich dir für diesen Buchstaben ein Wort gebe. Und dann wirst du feststellen, dass dieser Geben, Geisteseben, dann kommst du in eine Neutralität ohne Ende und dann siehst du sehr wohl noch lachende Kinder und heulende Kinder, aber es sind Kinder. Das Lachen, das ein Kind hat, ist zwar schön anzuschauen, aber es hat noch nichts mit der Qualität eines lachenden Buddha zu tun. Und ein heulendes Kind, das blatt, weil ihm im Sandkasten, denke an Sand, das Weltliche, Roll, im Sandkasten deiner Traumwelt irgendjemand hier die Sandschaufel weggenommen hat. Schau FL. Schau deine Gedankenwellen an, heißt es. Ja. Und heult, das nimmst du doch nicht für voll, hat das Kind für dich Schmerzen, wenn das heult, weil ihm irgendwas nicht passt? Meinst du, dass ich mir Gedanken mache, wenn du zum Himmel bist und schreist, weil du deine Wohnung verlierst, weil du arbeitslos wirst? Ein unendlicher Bibifax für einen Geist. Dass du sterben könntest, dass du Krebs hast, begreife, das sind alles Vorstellungen, die du aufgrund von Worten in dir aufbaust, die dir selbst, den Geist, der du bist, überhaupt nichts anhaben können. Nichts kann nicht zerstört werden. Es ist ewig. Und damit lassen wir es jetzt gut sein. Was sagen wir immer? Batsch.